Ansprechpartner von Greenpeace Stuttgart bei der 30-Jahr-Feier. Herzlichen Glückwunsch zu den 30 Jahren. Würde ich sagen, wir fangen mal an. Greenpeace Stuttgart, ihr seid, ja, wie viele Leute und wo trefft ihr euch oder wie oft trefft ihr euch denn hier? So. Genau, wir sind hier einmal eine Ortsgruppe von Greenpeace Deutschland. Wir vertreten im Prinzip Greenpeace für die Stadt Stuttgart. Wir bringen letztendlich die Greenpeace Deutschland internationale Arbeit hier in den lokalen Bezug zur Stadt und eben auch auf die Straße in den direkten Kontakt mit den Leuten. Wir sind ehrenamtlich organisiert, ausschließlich. Sind momentan so bei einer Stärke von ungefähr 100 Leuten, die für Greenpeace Stuttgart hier aktiv sind. Wir treffen uns, wir haben regelmäßige Treffen, aufgeteilt in verschiedene Arbeitsthemen. Also man kann sich einbringen, wenn man in alle möglichen Themen, die Greenpeace Deutschland bearbeitet, haben wir Arbeitskreise und treffen uns da abhängig davon an den Wochentagen in der Augustenstraße 57 in Stuttgart-West. Genau, da haben wir unser neues Büro bezogen, vor einem Jahr ungefähr. Genau, und haben wir unser Greenpeace Stuttgart. Das heißt, Zentral. Man findet derartige Termine und das findet man wahrscheinlich auf einer Webseite, die vorhanden ist, denke ich mal. Also jeder, der Google bedienen kann, wird euch wahrscheinlich finden, ohne Probleme, unter greenpeace.de. Und dann gucken halt lokal. Genau. Entweder greenpeace.de, dann kann man sich weiterklicken oder man geht direkt auf greenpeace-stuttgart.de, ja. Dann /mitmachen. Für alle, die mitmachen wollen, sind da nochmal aufgeführt Schnupperabendtermine, was wir anbieten für alle, die Interesse daran haben, mitzumachen. Sind da herzlich gerne dazu eingeladen. Wie gesagt, wir leben davon, dass von der ehrenamtlichen Arbeit und solange es Umweltprobleme gibt, sind wir auch darauf angewiesen, dass Menschen sich dafür interessieren und uns bei der Arbeit helfen. Genau, und ohne jetzt großartig nur wieder virtuell im Web rumzusurfen, ihr seid heute noch bis 20 Uhr da mit dem Gast aus Hamburg, der Beluga 2, bis 20 Uhr glaube ich heute und morgen von... Genau, wir sind heute bis 20 Uhr noch da mit dem Schiff, Open Boat. Jeder, der interessiert ist, darf gerne kommen. Und morgen dann wieder am Sonntag zwischen 11 und bis 18 Uhr steht die Beluga hier am Neckar gegenüber von der Wilhelma. Ganz einfach zu finden. Wunderbar. Also eben mitten im Stuttgart und öffentlichen Nahverkehrs mit der Haltestelle Wilhelma findet ihr automatisch hierher. Das Schiff ist nicht zu übersehen. Die schönen Stände hier auch nicht. Ich denke, da können wir doch mal hoffen und da eben, damit die viele ehrenamtliche Arbeit auch unterstützt wird, sollten doch mal ein paar Gäste vorbeischauen oder Interessen. Es ist leicht und einfach in Kontakt zu kommen. Genau. Eingeladen sind natürlich auch ganz herzlich alle Förderer. Die Unterschriften zur Liste zur jetzigen aktuellen Arktik gibt es hier auch vor Ort. Natürlich. Wunderbar. Alle Informationen zu allen Systemen. Wie gesagt, wir haben 30 Jahre Feier. Wir haben auch unsere Gruppenhistorie nochmal dargestellt für alle Leute, die interessieren, was machen wir eigentlich, das haben wir gerissen bisher in Stuttgart. Das alles hier einsehbar. Klasse. Vielen Dank. Viel Erfolg für die nächsten 30 Jahre. Vielleicht brauchen wir es nicht mehr. Dankeschön, das hoffe ich auch. Okay, danke dir, Tai. Danke.